Ah, das sind diese Viecher, ha? Klassisch, ich komme zu dir hingerannt, um dich umzubringen. Selbstmord, ich hab höhere Viecher. Ich mag diese Viecher in keinem Spiel. In Orcs Must Die nicht und in anderen Spielen auch nicht. Aber vor allem in Orcs Must Die hasse ich sie, weil sie meine ganze Verteidigung immer zerlegen müssen. Ist das Ammo? Ist das Ammo? Ich hab Granaten. Das hört nie auf. Okay, das sah nett aus. Kann ich? Ja, ich kann. Nett. Und ein schiefer Lock dafür, dass ich ihn abgeworfen habe. Naja, was soll's. Da hab ich kein Ammo mehr. Aber ich habe immer noch die Handbolter. Der immer noch fast genauso viel Zerstörungskraft hat wie der Todesstern. Gefühlt. Landungsschiff im Anflug. Wenn auch nur gefühlt. Habe ich noch Granaten? Ja, habe ich noch. Sehr schön. Oh, eine habe ich noch. Eine habe ich noch. Dafür kein Ammo mehr. Döf. Kann ich das nicht einfach in die Luft jagen? Du wirst sterben, Space Marine. Zeit für dich zu sterben. Okay, dann kann ich schon mal nichts dann. Und. Oh, fuck. Auf einer Skala von 1 bis 3000. Ich glaube, das war eine scheiß Idee. Oh, warte, 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 warte. Gimme. Ich dachte, das war betäubt. Ach, komm schon. Gleich darauf fällt er natürlich tot um. Egal. Orks erlegen wird nie langweilig. Und warum ist das Fass gerade explodiert? Ich habe eben noch Ammo-Kiste gesehen, verdammt. Ach, und keine Granaten habe ich nicht mehr. Das ist doch immer was Feines. Egal, ich habe ein fucking Kettenschwert. Ah, weil da vorne die Granatenkiste war, natürlich. Schiff im Anflug. Ich glaube, ich habe einen schrecklichen Fehler gemacht, als ich an die Granaten vorbeigegangen bin. Gib mir Execution Move. Nein!
wollten gerade. Manno. Space Marines, vielen Dank. Wir dachten, wir wären erledigt. Wo ist der Kommandant, Soldat? Drinnen, aber die Tür ist zu. Die lassen uns bestimmt durch. Imperiale Armee, wir sind Ultramarines. Öffnen Sie die Tür. Geht doch. Space Marines. Hi. Ah, okay. Ich gehe davon aus, ich muss da runter. Vom zweiten. Noch eine Horde Grün heute kommt von Süden hierher. Ein verdammter Gott hat vorletzte Nacht ein Messer in Sauds Kehle gesteckt. Das ist schlecht. Verstärken Sie die Stellung. Halten Sie die Linie. Und bleiben Sie am Leben. Ja, Leutnant. Dank dem Imperator. Ich bin Leutnant Mira, 203. Kadianisches Regiment. Captain Titus von den Ultramarines. Sie haben das Kommando? Nur ich bin übrig, es sei denn, meine Kommandanten erheben sich aus ihren Gräbern. Sie scheinen sich dort jedoch wohl zu fühlen. Leutnant, die Scouts sind zur Sturmbasis zurückgekehrt. Wie viele? 2. Verdammt, ich hatte 10 geschickt. Das verdammte Geschütz. Uns fehlen die Leute für einen Angriff. Und wie Sie vielleicht bemerkt haben, schießt das Geschütz unsere Unterstützung ab. Deshalb sind wir hier. Wir kümmern uns drum. Kommen Sie mit mir. Aber ich warne Sie, meine Lords. Wir haben hier unten ein kleines Ork-Problem. Und wir haben die Lösung. Man möchte mal bitte auf die Schritte dieser Ultramarines achten. Das sind keine fucking Menschen, die da rennen. Das sind fucking Panzer. Adeptus Astartes. Zugriff autorisiert. Was bist du? Wildheit freigeschaltet. Ja, okay. Jedes Mal, wenn Sie einen Feind Schaden zufügen, steigert das Ihre Wildheit. Sobald die Wildheitsanzeige voll ist, können Sie mit T den Wildheitsmodus wechseln. Im Wildheitsmodus werden all Ihre Nahkampfangriffe verstärkt und verursachen massiven Schaden und Sie gewinnen Gesundheit zurück. Okay. Was wissen Sie über die Titanen? Nur, dass ein paar Trupps den Titan Invictus bei Manufaktorum Ajakis bewachen sollten. Aber das ist 2 Wochen her und der Kontakt ist abgerissen. Wir müssen den Titan erreichen. Der schnellste Weg führt über die Eisenbahnbrücke hinter dem Geschützkomplex. Er führt direkt zum Westtor des Manufaktorums. Begeben Sie sich zur Front. Was sollt mir tun? Geben Sie mir das Feldhandbuch. Auf einer verdammten Fabrikwelt und kein Tech-Priester in Sichtweite. Kann ich das Ding mitnehmen wie ein Halo? Der will schießen. Okay, ich sollte schießen, ich sollte schießen. Sollte einfach zerlegen. Okay, der Wildheitmodus hält da, was er verspricht. Ja, doch, das tut er. Audiolog? Das wäre auch irgendwie zu einfach, wenn es in der nächsten Ecke gewesen wäre. Und ein Blick Ammo. Da komme ich nicht hoch. Schade.
Kann ich davon da? Nein, kann ich nicht. Ausgezeichnet. Doch noch Leute hier. Das ist doch schön. Lebten. Boom, Vaterbacka. Ja, gib deine Gefehle bitte nicht so allgemein hier, ja? Okay, ich möchte nur mal bitte an das erinnern, was ich vorhin gesagt habe, als wir das Kettenschwert bekommen haben. Diese Waffen sind fucking Happiness. Weil das Ding im Vergleich zum Bolter schon fast langweilig anhört. Die Orks halten die Gräben hinter den Ruinen und die Stellungen dahinter. Und die Geschützbatterie? Die Orks nahmen sie ein, kurz nachdem wir ankamen. Vor etwa 2 Wochen. Unsere Einheit war die einzige, die landen konnte, bevor sie die Überhand gewann. Und jetzt kommt keins unserer Schiffe an dem Geschütz vorbei. Well, that sucks. Sucht euch Deckung, ihr alle! Deckung sucht ihr euch. Kann ich hier irgendwie nicht durchschlagen? Nein, die Wand sah so komisch aus. Ist das Spielzeug, was ich da sehe? Waffenautorisation bestätigt. Zugriff bewährt. Was ist ein Stalker-Bolter? Dieser modifizierte Bolter ist mit Zielgerät und extrem genauen Geschossen ausgestattet und kann Feinde aus großer Entfernung fällen. Der Stalker-Bolter funktioniert vergleichsweise gut als Präzisionskampfgewehr oder als Scharfschützenwaffe. Oh, wow. Mon chérie, du weißt, wie du mich glücklich machst. Aber, ja, okay. Ich wollte gerade fragen, hat es einen guten Sound? Ja, hat es. Da sind die Orks in die Batterie eingebrochen. Wir haben es nicht hineingeschafft. Wir sind einfach nicht genug. Sie haben so lange alleine überlebt, Leutnant. Das haben Sie gut gemacht. Sie sind nicht mehr allein. Wir holen das Geschütz zurück. Sie bekommen Ihre Verstärkung. Ich verlasse mich auf Sie, Captain. Na, der Captain ist nett. Ja, das ist ein ordentlicher Zoom, schätze ich. Dieser Nachhall der Waffe ist extrem cool. Orks, auf den oberen Ebenen. Okay. Komm und zeig dich. Noch komm schon, komm da raus. Hm?